Deutschland hat mir die Möglichkeit gegeben, also meinen Horizont zu erweitern eigentlich. Deswegen ich lege viel Wert, hier einen Abschluss zu haben. Deswegen will ich hier studieren. Ich bin Selo, ich bin 28 Jahre alt. Ich komme aus der Türkei. In der Türkei war ich Rechtsanwalt. Als Rechtsanwalt habe ich 2 Jahre lang gearbeitet. Danach musste ich aus politischen Gründen aus der Türkei fliehen. Jetzt bin ich hier. Am Anfang war für mich sehr schwer, weil die Sprache war mein Alles und Allem eigentlich. Und als ich hier war, habe ich bemerkt, dass ich mein Alles verloren habe. Das war meine Arbeit, das war mein Leben. Ich konnte nicht mehr eigentlich mit den Leuten, mit den Menschen so gut sprechen, reden über etwas, also meine Meinungen äußern. Ich kann hier auch sogar jetzt arbeiten, vielleicht in einem anderen Bereich, also vielleicht in einem Restaurant oder sowas. Aber ich will mehr machen eigentlich. Also ich will etwas produzieren, also ich will etwas leisten. Also es wird einfacher, als Informatiker hier zu arbeiten, weil es hat weniger eigentlich mit der Sprache zu tun. Und das ist eine internationale Arbeit eigentlich. Und genau, das kannst du schaffen. Dann ja, habe ich damit ein bisschen beschäftigt und das habe ich bemerkt, also das macht mir einfach Spaß. Ich glaube, es wäre besser, wenn dieser Prozess nicht so lang wird eigentlich, weil die Menschen können eigentlich eine Arbeit finden, aber mit dem Anfang können sie das nicht schaffen, also weil sie brauchen eine Erlaubnis. Und ja, wie gesagt, dieser Prozess wird sehr lang.